Ein neuer trauriger Meilenstein im Universum von The Walking Dead wurde, naja, in Anführungsstrichen, kürzlich gesetzt. Und zwar das Finale von dem Spin-off Fear the Walking Dead. Ein Spin-off, was auf der einen Seite sehr viel positive, aber auch sehr viel negative Punkte mit sich bringt. Nichtsdestotrotz ist dieses Spin-off jetzt offiziell zu Ende und natürlich habe ich dieses Ende gesehen. Und in diesem Video möchte ich euch heute meine Meinung zum Finale bzw. zur, naja, fast kompletten Staffel 8 von Fear the Walking Dead mitteilen und sagen, ob das sich richtig oder nicht so richtig angefühlt hat. Aber damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, was soll ich sagen? Erstmal vorab, willkommen zurück auf diesem Kanal. 2 Wochen war hier jetzt tote Hose, weil ich leider erkältet war und auch, man hört es vielleicht auch raus. Ich bin noch nicht immer hundertprozentig gesund, aber ich dachte mir, es ist okay, um ein Video aufzunehmen. Und dieses Video hätte eigentlich vor 2 Wochen schon da sein sollen, weil vor 2 Wochen war das Thema noch ein bisschen relevanter als vielleicht jetzt. Nichtsdestotrotz haue ich das Video raus, weil ich da Bock drauf habe. Ja, Fear the Walking Dead, was soll ich dazu sagen? Grob zusammengefasst, erstmal, es wird noch ein Video zur kompletten Serie, meine Meinung zu komplett Fear the Walking Dead Staffel Rank mäßig auch zum normalen The Walking Dead Staffel Rank. Das wird kommen, versprochen. Aber an für sich muss ich erstmal erwähnen, Fear the Walking Dead war für mich anfangs gar nicht so ein Thema und ich habe auch Fear the Walking Dead erst vor so 2-3 Monaten wirklich aktiv angefangen zu gucken. Habe mir gesagt, ich gucke es jetzt und dann in einem durch. Passt natürlich, dass jetzt mit Staffel 8 dann das Finale kam und ich somit quasi in einem durch binge-watchen konnte. Aber wie gesagt, es soll nicht um die komplette Serie gehen, es soll hier jetzt wirklich Hauptaugenmerk auf Staffel 8 sein. Und da komme ich einfach mal direkt zu Punkt 1, was ich nicht so gut fand, beziehungsweise schwierig fand. Und zwar Staffel 8 war ja zweigeteilt. Das kennen wir natürlich auch schon von normal The Walking Dead, aber hier, finde ich, war es ein großartiges Problem. Denn im ersten Teil der 8. Staffel ging es wirklich zu 100% um Morgan, seine Tochter und halt alles drumherum. Und das hörte dann halt Mitte Staffel 8 einfach komplett auf. Morgan hat gesagt, yo, Ricky, Diggy, Duda, Grimes, ich suche dich, ich komme jetzt mit meiner Tochter und wir suchen dich. Nö, Bock, wieder zusammen zu chillen. Und auf einmal Hardcut. Und wir sind wieder in OG, sage ich mal, Fear the Walking Dead. Wir haben wieder unsere alten Charaktere, die Charaktere, mit denen Fear the Walking Dead angefangen hat. Und ich finde, das war so abrupt und absolut unpassend. Ich hätte es wesentlich besser gefunden, wenn man gesagt hätte, Staffel 8 ist komplett Morgan und Moe und allem drumherum gewidmet. Und Staffel 9 geht dann in Richtung 2. Teil von Staffel 8. Man hätte viel mehr Dinge besser erzählen können und auch viel mehr Dinge genauer eingehen können. Und auch der neue Schurke vom 2. Teil der 8. Staffel hätte mehr Screentime bekommen und auch verdient. Und zwar ist das der gute Troy. Und das ist auch der nächste Punkt. Ja, Troy Otto lebt, war schon fast zu erahnen irgendwie. Und vor allem Troy Otto ist als neuer großer Schurke wieder auf der Bildfläche. Und man muss einfach sagen, es wird ein extra Video, wie gesagt, zu dem ganzen Thema kommen. Man muss auch sagen, Troy Otto ist so ein cooler Charakter in Fear the Walking Dead. Ein so cooler Bösewicht, weil er nicht mal wirklich Negan-Bösewicht ist oder Governor-Bösewicht. Der ist einfach, man könnte sagen, er ist auf einem ähnlichen Level wie Shane. Und ich muss sagen, sein Comeback war einfach genial. Und ich habe mich drüber gefreut und ich fand's geil. Aber es war natürlich am Anfang schon klar, dass, Spoiler Alert, er am Ende dieser Staffel oder der Serie wirklich das Zeitige segnen würde. Was ich aber schlecht gemacht fand, weil es war ein Hin und Her. Zwischenzeitlich dachte man, okay, vielleicht klappt es ja doch, vielleicht ist Troy ja doch jetzt gut und schließt sich allen an. Und Madison verzeiht ihm, verträgt sich und hin und her. Und es war so ein Hin und Her-Spiel wie bei einem Tennisturnier und es war am Ende dann wirklich so, ja, okay, dann ist er halt doch tot. Okay, kann ich mich auch mit abfinden. Ich fand es diesmal gut, dass Troy wirklich sein richtiges Ende bekommen hat im Sinne von, wir haben ihn als Walker gesehen, was für Walking Dead Fans zeigt, dieser Mensch ist wirklich tot, tot. Und nicht so von wegen, ja, er ist gestorben und taucht wieder auf, siehe Daniel, siehe Troy und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Troy hat dem Ganzen ein bisschen wieder Frische gebracht. Auch wenn sein Charakter hier eher so, ja, 50-50, er wusste nicht, wohin er will, so war nach dem Motto. Nichtsdestotrotz hat dieser Charakter ein Ende bekommen, was man leider nicht zu allen Charakteren sagen muss. Und hier muss ich mich ein bisschen von Staffel 8 direkt entfernen und sagen, hier geht es um die allgemeine Serie. Denn wir haben 2, 3 Charaktere, die entweder habe ich es verpasst oder die haben einfach kein Ende bekommen. Also kein erzähltes Ende. Da hätten wir zum Beispiel Al, Sarahs Bruder, Morgan und Moe und allgemein ist das Ende im Allgemeinen June und Sherry und Dwight, Daniel, Lucy, Victor, die hatten alle entweder kein wirkliches Ende oder einfach ein schlechtes Ende, finde ich. Gehen wir aber erstmal auf die Charaktere ein, die einfach verschwunden sind. Sowas wie Al, Sarah und ihr Bruder und auch Morgan und Moe. Denn ich finde, die Charaktere sind einfach zu abrupt verschwunden. Man hat nicht wirklich ein gutes Ende für die gehabt. Irgendwie war einfach so, sie waren weg. Und
Das gleiche war ja mit Alicia auch anfangs. Komme ich gleich noch auf den Punkt zu sprechen, weil Alicia ist ein Charakter, der mit dem Flummi gespielt wurde in Fear the Walking Dead und das fand ich absolut kacke. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber an für sich muss man sagen, es gibt ein paar Charaktere, deren Ende einfach nicht erzählt wurde und das fand ich schade, weil sie ein gutes Ende verdient hätten. Wobei wir wieder bei dem Punkt wären, man hätte eine Staffel 9 machen können, indem man diesen Charakteren dann alles eine letzte Screamtime geboten hätte. Aber naja, das haben wir ja leider nicht bekommen. Gehen wir jetzt mal auf June, Daniel, Lucy, Victor und die ganzen anderen an, die beim Ende sich da treffen und jeder so seines Weges geht, was ja mehr oder weniger ein Happy End ist, aber in meinen Augen oder sich für mich nicht wirklich wie ein Happy End anfühlt. Denn auch hier wurde einfach darauf geschissen, den Charakteren ein Ende zu geben, sondern einfach gesagt, die existieren jetzt weiter vor sich hin, die sind zwar noch am Leben, aber ja, lebt damit, dass wir ihnen kein Ende geben. Was natürlich ein positiver Aspekt mit sich bringt, diese Charaktere können noch weiter erzählt werden. Ob es in anderen Spin-offs ist, ob es in Filmen, in was weiß ich, in was für einem Format auch immer, diese Charaktere können wiedergebracht werden und gesagt werden, okay, das haben sie in der Zeit erlebt, das halten wir uns einfach offen. Ist natürlich filmisch oder Produzent aus der Sicht eines Produzenten schlau gedacht, nur für mich als Finale fühlt es sich halt nicht an wie ein Finale. Was auch der Grund ist, warum ich zum Beispiel die letzte Staffel von The Walking Dead nur so 50% gut finde, weil nicht alle Charaktere wirklich ein Ende bekommen haben. Natürlich bekommen wir das Ende von Daryl Dixon, zu der Serie kommt auch ein Video, keine Sorge. Wir bekommen für Rick und Michonne ein Ende, wir haben für Maggie und Negan irgendwie ein Ende, was ja noch weiter erzählt wird. Aber für manche Charaktere war einfach dieses Ende so, ja, du lebst jetzt einfach weiter. Was mit dir genau passiert, das ist jetzt scheißegal, leb damit. Und das fand ich hier so schade, vor allem bei Charakteren wie Sherry und Dwight, Victor, Daniel sowieso. Das sind so Charaktere, die, finde ich, ein Ende hätten verdient haben, natürlich. Skid Mark kommt zu Daniel zurück und hier und da kriegt Victor gesagt, hier, ne, also Victor bekommt mit, dass Alicia lebt. Und alles schön und toll und alles, keine Frage, aber irgendwie fühlt es sich einfach unvollständig an. Ich glaube, das kann man irgendwo verstehen. Kommen wir nun jetzt zum wirklichen Ende und zwar das Alicia, Madison und Tracy Ende. Und ich bin ganz ehrlich, es war nicht so geil. Also Tracy hat in meinen Augen nichts da zu suchen. Tracy ist der unnötigst nervigste Charakter in diesem ganzen Finale gewesen. Wir haben so viel wegen ihr irgendwie mitmachen müssen, scheiß und gut und die war irgendwie nur nervig und es war so schlimm und boah Gott. Oh, wenn wir kurz von schlimmen Sachen reden. Charlies Tod. What the fuck ist da passiert? Warum so? Warum so? Charlie, anfangs ein Charakter, den ich gehasst habe. Werde ich irgendwann noch drauf zu sprechen kommen. Aber so ein Ende hat auch die gute Charlie nicht verdient. Aber hey, magisch wie auch diese Welt ist, ist sie auch von ihrer Strahlenkrankheit geheilt worden. Genauso wie Alicia. Und das sollte eigentlich Grund genug sein, sie eigentlich wirklich zu töten. Deswegen bin ich da irgendwie mit fein. Trotzdem ein bisschen unverdienter Tod. Naja, zurück zu auferstandenen Alicia und zu auferstandenen Madison und zur nervigen Tracy. Ich bin ehrlich, Anfang Staffel 8, wo Alicia einfach komplett ignoriert wurde, was am Ende von Staffel 7 passiert ist. Es wurde komplett ignoriert. Alles, was am Ende von Staffel 7 ist, einfach einen Cut gesetzt worden, das wird 2-3 Mal erwähnt und es hat sich so falsch angefühlt. Es hat sich so angefühlt wie der Sprung von Staffel 3 zu Staffel 4. Und ich weiß nicht, warum es sich so falsch angefühlt hat. Wir müssen nicht über morgens neue deutsche Synchronstimme reden, die war einfach furchtbar, es war super schrecklich, kann keiner was dran ändern. Aber dieses Ignorieren von komplett Staffel 7, das war einfach ein Fehler. Und dann bekommen wir ganze Staffel 8 eingetrichtert. Alicia ist tot, wir finden Alicia nicht und es ist, geht nicht und bla. Und was ist? Naja, sie lebt doch. Und es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Sie hat zwar immer noch ihre Hand nicht, aber sie hat auch keine Strahlenvergiftung mehr. Und mit ihrer Mutter ist ganz chillig. Und auch Tracy, die irgendwie halt eigentlich gar nicht in die Gruppe passt, weil beide, sowohl Madison als auch Alicia, eigentlich Troy gehasst ist. Es macht keinen Sinn. Es fühlt sich einfach falsch an. Und dieses Ende, wie die da stehen und alle wegfahren sehen und sie sagen, ja, ne, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu erledigen. Es ist unsere Symbolik soll in die Welt getragen werden. Nicht wir selber sollen es machen. War ja ganz schön und gut, aber das war auch kein Happy End, finde ich. Es war einfach so ein abruptes Ende, was irgendwie kein Ende war. Ich erwarte eigentlich noch eine 9. Staffel. So fühlt es sich zumindest an. Ich bin ehrlich, grundlegend würde ich dem Finale schon sagen, es war ein gutes Finale. Es war okay für The Walking Dead, beziehungsweise für The Walking Dead Verhältnisse. Ich würde ihm von der Punkteskala, wenn jetzt 10 das krasseste Finale und 1 Lost ist, Fun Fact für die, die Lost kennen, auf jeden Fall ein schlechtes Ende. Ich würde sagen, es ist so eine 7. Es ist okay, man kann damit leben, man kann sagen, es ist irgendwo ein Ende. Für mich war es nur nicht das Ende, was ich mir gewünscht habe. Womit ich auch mal kurz zu meiner Idee komme, die ich gehabt hätte. Punkt 1, ich hätte Troy am Leben lassen. Ich hätte ihn leben lassen, weil er wirklich auf dem Weg der Besserung war und einfach nur für Tracys Sicherheit gesorgt hat. Auch Madison und er waren ja irgendwie am Ende dann doch irgendwie, aber es hat halt nicht lange gehalten. Bezüglich Alicia, ich weiß nicht,
wenn ich sie die ganze Staffel über nicht erwähne, sollte sie am Ende nicht auftauchen. Ich hätte sie entweder wirklich sterben lassen, was ich echt schade gefunden hätte, oder sie wesentlich früher eingebaut. Ich hätte einfach von vornherein gesagt, okay, wir zeigen Alicia zumindest. Nicht in Kontakt mit Madison, aber einfach zeigen, dass sie wirklich lebt. Das wäre toll gewesen. Und bezüglich der anderen, halt Victor, Daniel, Lucy, June und zu diesen all diesen Leuten, die hätten auch einfach ein Ende verdient, wo sie einfach zusammenbleiben. Weil, sind wir ganz ehrlich, das ist das, was man bei The Walking Dead irgendwie schon braucht. Natürlich, diese Charaktere passen nicht zusammen. Jede von diesen Charakteren hat irgendeine Macke, die nicht zusammenpasst. Siehe Daniel und Victor. Das ist das Paradebeispiel für, wir passen nicht zusammen. Aber trotzdem wäre es das schönere Ende gewesen, einfach zu sehen, wie diese Leute sich gemeinsam vielleicht auf den Weg gemacht hätten, Morgan zu finden, der auf dem Weg ist, Rick zu finden, und wir am Ende ein großes Finale mit Fear the Walking Dead und The Walking Dead Charakteren gehabt hätten. Und so wie sich diese Gruppe jetzt hier aufgeteilt hat, ist das schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich, und wäre komisch, wenn es doch machen sollten. Am Ende kann ich nur sagen, ich finde es schade, dass die Serie zu Ende ist. Sie hat es verdient, endlich mal zu Ende zu gehen, weil es ein Auf und Ab von Gefühlen ist, da, wie gesagt, da gehe ich im Video extra drauf ein. Ich bin froh, dass es zu Ende ist, aber es hätte ein besseres Ende verdient. Wie gesagt, meine Punktzahl so 7 von 10 von einem Finale zu beurteilen. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Außerdem kommen wir zu einer Ankündigung. Und zwar, mein Kanal steht ja kurz vor den 1000 Abonnenten und ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe ja schon erwähnt, dass ein Gewinnspiel geplant ist, aber das steht erstmal zweitrangig, denn irgendwann soll ja auch dann das 1000 Abonnenten-Special kommen. Und dafür habe ich gedacht, let's go, lasst doch nochmal einen Couch-Comments machen. Bedeutet, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, keine Sorge, ich mache auch noch einen Community-Beitrag und vielleicht in anderen Videos erwähne ich das auch noch. Aber wenn ihr bis hierhin geguckt habt und irgendeine Frage habt, die ihr von mir im Video beantwortet haben wollt, egal zu welchem Thema, ob ihr privat mir die Frage stellen wollt oder ob ihr die Frage zum Thema The Walking Dead, zu Filmen, zu Serien, zu Spielen, zu egal was, egal welche Fragen, schreibt sie in die Kommentare, gerne mit dem Hashtag CouchComments. Ansonsten, wenn es eine Frage ist, die gut zu CouchComments passt, nehme ich es auch dafür. Aber schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare, die ich dann beantworten soll. Und wenn genug Fragen zusammengekommen sind, werde ich daraus dann das 1000 Abonnenten-Special machen, einen XXL CouchComments als Beispiel, und dann eure Fragen beantworten. Natürlich nur, wenn ihr Bock habt. Am Ende kann ich jetzt nur sagen, ich bin froh, wieder hier sitzen zu können und ein Video machen zu können. Ich habe einige Videos auf der Agenda, die gedreht werden müssen und hochgeladen werden müssen. Das hier ist jetzt das erste. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ohne weitere Erkältungen und Krankheiten durchstehen kann. Toi, toi, toi. Am Ende, wie gesagt, könnt ihr jetzt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare schreiben und zu dem Ende von Fear the Walking Dead und euch schon darauf freuen, was demnächst noch alles für Videos über The Walking Dead, aber auch Videos zu anderen Themen kommen. Denn The Walking Dead-Themen werden auf jeden Fall die Daryl Dixon-Serie sein und, naja, Fear the Walking Dead als Allgemeines in der Bewertung. Und natürlich auch ein paar Character Clashes, die werden natürlich auch kommen. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt und auch ein Teil der ersten 1000 Abonnenten auf diesem Kanal sein wollt, dann lasst jetzt doch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Wenn euch sowas interessiert, seid ihr hier vielleicht auch einfach richtig bedient. Serien, Filme, Theorien, Fun Facts, alles Mögliche drumherum. Bleibt doch gerne hier. Ich würde mich freuen. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es wahrscheinlich schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann hoffentlich, selbstverständlich, auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.